Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und wir widmen uns heute nochmal Henry Cavill und der Tatsache, dass ja irgendwo da draußen noch ein Highlander-Projekt mit ihm herumschwirrt, das von niemand Geringerem als John Wick-Regisseur Chad Stahelski inszeniert werden soll. Jetzt vor kurzem hat sich Stahelski zu der ganzen Thematik nochmal geäußert, deswegen greife ich das jetzt hier auf und will mit euch nochmal über den Highlander sprechen und was uns da möglicherweise sehr, sehr Spannendes erwarten könnte. Weil was Stahelski da geplant hat, ist sehr viel anders als das, was man meinen möchte. Darüber will ich mit euch jetzt sprechen. Dabei kann es natürlich den einen oder anderen kleinen Highlander-Spoiler geben. Ihr seid hiermit gewarnt worden. You have the manners of a goat and you smell like a dung heap. 1986 lernten wir das erste Mal den Highlander kennen. Der Schauspieler Christopher Lambert spielte den alten Schotten Conor MacLeod, der irgendwann im Jahre 1536 feststellen muss, dass er ein Unsterblicher ist, weil bei einer großen Schlacht stirbt er halt einfach nicht, sondern erfährt, okay, du kannst auf ewig leben. Das geht dann sogar so weit, dass die Haupthandlung des Films ja in den 80er Jahren spielt, wo er mittlerweile so als Antiquitätenhändler arbeitet und sich hier einem weiteren Unsterblichen stellen muss, nämlich dem Kurgan, der jetzt drauf und dran ist, gegen Connor zu kämpfen, weil es kann natürlich nur einen geben und deswegen müssen sie sich am Ende gegenüberstehen und gegeneinander kämpfen. Zum Glück wurde Connor ja gekonnt ausgebildet von Juan Sanchez Villalobos Ramirez, ein Spanier, gespielt von Sean Connery, dessen eigentliche Backstory aber im alten Ägypten anfängt. I'm not Spanish, I'm Egyptian. You said you were from Spain. You're a liar. Und ja, sowas kann es halt wirklich nur in den 80er Jahren geben, dass der schottischste Schotte überhaupt, Sean Connery, einen Spanier spielt mit dem merkwürdigsten Akzent, den man sich nur irgendwie vorstellen kann. Das Interessante an dem Highlander-Film von 86 ist aber die Tatsache, dass der im Kino überhaupt nicht gut angekommen ist. Der war nicht mal wirklich ein Erfolg, eigentlich sogar eher ein Flop. Die Kritiker konnten damit auch nicht so wirklich was anfangen. Und der Kultstatus vom Highlander kam dann erst zutage, als das Ding halt auf VHS rauskam und die Leute das zu Hause geguckt haben. Und dieser Kultstatus sorgte letztendlich dafür, dass aus Highlander ein riesengroßes Franchise wurde. Es gibt insgesamt 4 Fortsetzungen, die alle sehr, sehr merkwürdig werden, weil sie die ganze Legende hinter dem Highlander noch weiter ausbauen. Der kriegt dann noch mehr magische Fähigkeiten mit dazu. Im zweiten Teil wird dann auch erwähnt, dass diese ganzen Unsterblichen eigentlich Außerirdische sind, die von einem fremden Planeten auf die Erde gekommen sind und was weiß ich nicht noch alles. Es gibt neben den Filmen tatsächlich auch 3 Serien. Es gibt sogar eine animierte Serie, die in der Zukunft spielt. Es gab dann die große Hauptserie mit Adrian Paul als Duncan MacLeod, der hier quasi ein weiterer Verwandter von Connor MacLeod gewesen ist. Es gab sogar im Film Highlander Endgame das große Crossover, wo die beiden dann auch auf ein getroffen sind, weil die Serie wurde damals in den 90er Jahren auch ziemlich gut angenommen. Dann gab es da noch ein weiteres Spin-off, aber das hat nicht so Früchte getragen. Und damit war dann dieses Highlander-Thema eigentlich erstmal abgeschlossen. Interessant wird es aber, wenn wir jetzt mal dazu übergehen, wie es jetzt mit dem neuen Highlander aussehen könnte. Weil über ein mögliches Highlander-Remake spricht man schon seit 2008 und ist immer irgendwie daran interessiert gewesen, dieses Franchise wieder aufleben zu lassen, um einer neuen Generation coole Schwertkämpfe zu liefern. Der mittlerweile leider verstorbene Ray Stevenson, Vinnie Jones und sogar Dave Bautista wurden angesprochen, um The Kurgan im Remake zu spielen. 2012 wurde bekannt, dass Ryan Reynolds Connor MacLeod spielen sollte. Der verließ dann aber das Projekt relativ schnell, als der damalige Regisseur für das Remake dann auch absprang. Und zwischenzeitlich wünschte man sich dann sogar als Ersatz für Ryan Reynolds einen Tom Cruise, der dann aber sagte,
ich habe mit Mission Impossible gerade genug zu tun. Ich kann jetzt nicht auch noch den Highlander machen. 2016 entschied man sich denn dafür, das ganze Projekt einem Chad Stahelski zu geben, der ja gerade in der Zeit mit seiner John Wick-Reihe wirklich bewies, dass er das Action-Kino auf eine ganz, ganz neue Stufe setzen kann. Und mir ist während der Recherche zu diesem Video aufgefallen, dass Chad Stahelski demnächst auch eine Verfilmung von Ghost of Tsushima machen wird. Also das grandioseste Samurai-Playstation-Spiel, was man sich nur vorstellen kann. Und wenn ihr wollt, dass ich dazu mal ein Video mache, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, weil ich liebe das Spiel und bin sehr gespannt, wie man das dann irgendwie verfilmen möchte. Und nachdem Stahelski für das Highlander-Remake hier engagiert wurde, wurde dann erst 2021 erklärt, ein Henry Cavill wird auch in diesem Remake eine Rolle spielen. Allerdings hielt man sich damals noch zurück und sagte, ja, möglicherweise wird er gar nicht Connor McCloud spielen, sondern jemand ganz anderen. Und da ging es ja schon los, dass sich die Leute fragten, okay, wird das wirklich ein Remake werden oder wird es eher ein Reboot sein, wo sie was ganz Neues ausprobieren? Jetzt, vor ein paar Tagen, hat sich Chad Stahelski in einem Podcast-Interview zu Wort gemeldet und nochmal ein paar Informationen fallen gelassen, wie es jetzt um dieses Remake steht. Und die zwei wichtigsten Sachen, die wir jetzt dazu wissen müssen. Zum einen, Henry Cavill wird definitiv wieder mit dabei sein und das freut mich sehr für ihn, weil nachdem er bei DC als Superman rausgeflogen ist, nachdem er bei The Witcher ausgestiegen ist, braucht er jetzt mal einfach irgendwie was Neues. Und ein Highlander-Film ist ja eigentlich genau das Richtige für ihn, weil er liebt Fantasy, er kann sehr gut mit Schwertern umgehen und macht seine Action ja auch selbst. Also könnte das unter der Regie von einem Chad Stahelski wirklich ein grandios toller Film werden. Gleichzeitig wissen wir auch noch nicht so wirklich, wie es mit seiner Warhammer 40k-Serie weitergehen wird. Da gibt es bislang leider keine neueren Infos, aber trotzdem, ich freue mich, Henry Cavill in dieser Rolle, in welcher Rolle es denn auch sein wird, hier in diesem Film zu sehen. Und zum Zweiten wissen wir jetzt, dieser neue Highlander-Film wird kein Remake werden. Das hat Stahelski in diesem Interview tatsächlich so bestätigt. Er möchte eher eine Art Prequel erzählen und dabei sowohl Elemente aus den Filmen als auch aus allen Serien mit integrieren. Und das wird natürlich sehr interessant, weil, ich habe es ja schon kurz erwähnt, die Animationsserie spielt in der fernen, fernen Zukunft, irgendwie im 27. Jahrhundert, nachdem die Erde durch einen Meteoriten verwüstet wurde und sich die Highlander dazu entschieden haben, sich nicht mehr zu bekämpfen, sondern das Wissen der Menschheit zu beschützen. Und dann gibt es am Ende ja doch einen, der dann wieder böse wird und will man das dann da auch integrieren? Kommt dann auch die ganze Story mit den Außerirdischen noch irgendwie wieder mit rein? Auf jeden Fall will Stahelski hier wirklich alles aus diesen bisherigen Franchisen irgendwie in einen Film packen. Also quasi so eine Art Best of Highlander in einem Film, der dann aber, wie gesagt, als eine Art Prequel fungieren soll, um hier dann natürlich auch den Grundstein für ein neues Franchise zu geben. Deswegen sagt Stahelski auch ganz klar, ja, es wird mehrere Personen in diesem ersten Film geben. Ein Henry Cavill wird jetzt nicht der alleinige Highlander sein, sondern es wird hier in diesem Film die Vorbereitung auf das sogenannte Gathering sein. Und das ist ja in der Highlander-Mythologie so diese Vorahnung, dass alle Unsterblichen sich an einem bestimmten Punkt treffen, um hier dann gegeneinander zu kämpfen, weil es kann ja nur einen geben. Und das muss man halt in einem Kampf entscheiden. Und dafür müssen sich aber erstmal alle Unsterblichen versammeln. Das heißt, dieser neue Film wird überhaupt erstmal auf dieses Gathering hinarbeiten. Das bedeutet also, wir könnten unterschiedliche Unsterbliche hier zu Gesicht bekommen und vielleicht ist ein Henry Cavill dann gar nicht der Highlander, sondern vielleicht irgendjemand, der noch viel früher geboren wurde und jetzt hier schon sehr viel länger lebt. Also hier kann Stahelski wirklich eine komplett neue Story aufziehen, die aber trotzdem sehr gut auf der Mythologie basiert, die uns die Highlander-Filme und Serien geliefert haben. Somit haben wir es dann wirklich nicht mit einem direkten Remake zu tun, obwohl natürlich Elemente aus dem ersten Film hier auch wieder mit auftauchen könnten. Ich hoffe, wir bekommen auch irgendwie so einen geilen Queen-ähnlichen
Soundtrack, weil Queen hat damals einfach mal den Soundtrack für den Highlander-Film geliefert und das war großartig. Das musste Helsky also auch hier irgendwie hinbekommen. Aber so wie es erstmal klingt, könnte man hier wirklich was Spannendes machen, weil Stahelski damit letztendlich auch dieses Ding umgeht, ja, ich nehme einen Klassiker, einen Kultfilm der 80er Jahre und remake den einfach nochmal. So, das will kein Mensch sehen. So, dann macht aus dem vorhandenen Stoff halt einfach irgendwas Neues und es klingt ja wirklich so, als würde Stahelski das genauso planen. Und darauf habe ich tatsächlich Bock, vor allen Dingen, wenn Henry Cavill damit involviert ist, weil der geht ja bei seinen Rollen eigentlich auch immer all in und das würde wirklich sehr, sehr spannend sein, wenn man vielleicht dann noch Adrian Paul mit dazu kriegt, um so ein bisschen auch die alten Filme hier wieder aufleben zu lassen, dann könnte man das hier wirklich gut bringen und somit bin ich tatsächlich sehr gespannt auf dieses Highlander Reboot. Aber die Frage ist natürlich, wann wird das kommen? Weil im Augenblick haben wir immer noch den Streik. Wir wissen von Stahelski jetzt auch noch gar nicht, inwieweit die jetzt schon mit dem Drehbuch vorangekommen sind, ob es da schon feste Pläne gibt oder sowas alles. Wir wissen auch noch nicht, wer neben Cavill noch in diesem Film auftauchen soll. Es kann sich also noch ein bisschen ziehen, bis wir dann tatsächlich einen fertigen Highlander-Film im Kino zu Gesicht bekommen werden. Also wartet nicht vor, weiß ich nicht, 2026 da drauf. Und damit müssen wir uns einfach erstmal ein bisschen abfinden. Trotzdem finde ich die Idee geil. Frage jetzt, aber natürlich, wie immer euch, wie steht ihr zu Highlander? Mochtet ihr den alten Film? Wie steht ihr zu den ganzen Fortsetzungen? Habt ihr vielleicht auch ein paar von den Serien gesehen? Und was sagt ihr zu einem Henry Cavill in diesem neuen alten Franchise? Schreibt mir all eure Gedanken dazu in die Kommentare und für mehr klickt einfach auf eins von diesen Videos.